Ich habe schon als kleiner Bub immer Tiere gesammelt und beobachtet. Erst waren es Frösche, dann waren es auch Eidechsen und anderes. Und immer hatte ich das Bedürfnis, diesen Tieren zuzusehen, was sie machen. Das war einfach ein angeborener Trieb. Und das hat halt dann zu Beobachtungen geführt. Besonders schön war es, wie meine Mutter mich mitgenommen hat bei Erholungsreisen an die Adria. Da habe ich das Leben im Meer kennengelernt. Bin ich stundenlang auf den Klippen gelegen und habe geschaut, was da unten vorgeht. Es ist ja aufregend, was sich da alles abspielt. Dann habe ich allerhand mitgenommen, zum Beispiel Seerosen, Seeanemonen, und dann wird dann ein Seewasseraquarium eingerichtet in Wien. Und fällt mir übrigens gerade was ein, dazu war natürlich auch Seewasser nötig. Und wir haben von der Reise auch ein paar Flaschen mit Seewasser mitgenommen. Meine Mutter ist im Schlafwagen gefahren, ich mit ihr. Diese Cognac-Flasche mit Seewasser ist am offenen Fenster gestanden. Und in einer Station in der Nacht hat eine Hand hereingelangt und hat sich diese Flasche geholt. Ich habe leider nicht gesehen, das Gesicht, wie er dann gekrustet hat, seinen Cognac. Ja, und dieses Seewasser-Aquarium, das war auch eine Quelle von Beobachtungen. Zum Beispiel erinnere ich mich, ich habe mir mal, um besser zu sehen, die Schreibtischlampe am Abend hingenommen und die Anemonen, die schön ausgebreitet mit ihren Tentakeln still da gesessen haben, angeleuchtet. Die heißen ja nicht umsonst Pflanzentiere, sie rühren sich ja für gewöhnlich nicht. Aber auf dieses Licht von der Lampe hin haben sie angefangen mit ihren Tentakeln zu wackeln. Und es war ein so deutlicher Erfolg der Belichtung, dass ich das weiter beobachtet habe. Dann habe ich geschaut, ob es die Wärme der Lampe ist oder ob es das Licht war und habe halt ein paar Beobachtungen gemacht. Und das war eigentlich meine erste Arbeit. Derzeit habe ich hauptsächlich Schreibtischarbeit. Ich bin dabei, die Versuche von mir selbst und von meinen immer zahlreicher gewordenen Mitarbeitern in einem Buch zusammenzuschreiben. Es sind unsere Arbeiten in sehr vielen Einzelarbeiten in verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften zersplittert erschienen und der Überblick geht dabei natürlich verloren. Ich glaube, es ist notwendig, sie so zusammenzuschreiben, dass man den roten Faden erkennt, der sich durchzieht. An dem Buch sitze ich schon seit 2-3 Jahren und es wird bald fertig sein. Wenn Sie fragen, welche Entdeckungen mir die meiste Freude gemacht haben, dann fällt mir die Wahl schwer zwischen mehreren. Eine ganz besondere Freude war eine Entdeckung aus einer Zeit, bevor ich noch meine Doktorarbeit gemacht hatte. Die ist über den Farbwechsel bei Fischen gegangen, an Elritzen. Und damals habe ich bemerkt, dass das Stirnauge bei ihnen, eine kleine Aufhellung mitten auf der Stirn, ein Ort ist, von dem aus sie Licht wahrnehmen können. Wenn man das belichtet, kann man ganz lokal, dann kann man eine Farbwechselreaktion auslösen. Das war ja schon lange die Frage, ob bei den Eidechsen dieses Stirnauge heute noch eine Bedeutung hat. Man kennt es von fossilen Formen, wo es ein Riesenorgan war. Aber dass das wirklich heute noch funktioniert und sich so leicht seine Funktion nachweisen lässt, auch Lichtsinnesorgan, das war eine große Überraschung. Ich habe damals Sigmund Exner, meinen Onkel und Lehrmeister vom Physiologischen Institut, davon erzählt, er wollte es nicht glauben, er hat sich angeschaut, ist zu mir ins Institut gekommen und ich habe es ihm demonstrieren können und er war überzeugt. Das war mir übrigens eine Lehre fürs ganze Leben. Dass Experimente so ausfallen müssen, dass man den Erfolg auch einem anderen demonstrieren kann. Damals zum ersten Mal gesehen, wie wichtig das ist. Eine andere Entdeckung, die momentan ein enormes Gefühl der Freude ausgelöst hat, war, wie ich gesehen habe, dass Bienen sich untereinander verständigen, dadurch, dass sie tanzen. Und nochmal eine sehr große Freude war, wie sich gezeigt hat,
dass sie sich orientieren können nach der Schwingungsrichtung des polarisierten Himmelslichtes. Das war schon lange eine Vermutung, aber der Nachweis war erst möglich dadurch, dass man gezeigt hat, dass man ihre Tänze dirigieren kann, indem man eine Polarisationsfolie über sie legt und dreht. Dann tanzen sie, wohin man will. Es war damals die Frage nach dem Hörvermögen der Fische eine wissenschaftliche Streitfrage. Die Fische dürfen nämlich eigentlich nicht hören, weil ihrem inneren Ohr die Schnecke fehlt und das ist anatomisch gesehen das Organ, das man damals für das ausschließliche Gehörorgan gehalten hat. Infolgedessen waren insbesondere die Ohrenkliniker und Mediziner im Allgemeinen fest überzeugt, dass Fische taub sind. Es war in der Zeit, wo ich in Rostock war und der dortige Ohrenkliniker, Geheimrat Körner, war ein besonders überzeugter Verfechter von der Taubheit der Fische. Nun hat es aber in der Literatur auch Angaben gegeben, dass Fische, und zwar hat da der Zwergwels, ein beliebter Aquarienfisch, eine besondere Rolle gespielt, dass Fische auf Töne reagieren. Zum Beispiel soll es vorkommen, dass ein Zwergwels, wenn man mit dem Mund pfeift, flieht und dann versteckt sich zurückzieht. Jener Geheimrat Körner hat darauf seinen Zwergwelsen Arien vorsingen lassen von berühmten Sängerinnen, aber sie haben sich nicht weiter interessiert gezeigt. Ich habe mir einen Zwergwels angeschafft und der hatte ein Versteck in seinem Aquarium, eine kleine Röhre, in der war er für gewöhnlich drin. Und dann habe ich ein paar Tage lang, immer vor der Fütterung, einfach mit dem Mund gepfiffen. Und am fünften Tag ist er auf meinem Pfiff aus der Röhre herausgekommen. Und von da an regelmäßig, der ist richtig wie ein Hunderl auf dem Pfiff erschienen. Das war ein Beweis, dass er den Pfiff gehört hat. Ich habe dann den Geheimrat Körner eingeladen, sich anzusehen. Und er ist sehr gespannt gekommen, hat sich vor das Aquarium hingesetzt, ich sehe ihn noch vor mir, und hat gewartet. Ich bin in die fernste Ecke vom Zimmer gegangen, habe ganz leise mit dem Mund gepfiffen. Und der Xaverl ist herausgekommen und der Geheimrat Körner ist zusammengesunken und hat gesagt, wirklich, er kommt, wenn man pfeift. Und er war überzeugt von dem Moment an und das hat mir natürlich Freude gemacht. Aber das war nur der Ausgangspunkt für viele weitere Arbeiten dann über den Gehörsinn der Fische. Und besonders dankbare Versuchstiere waren die Elritzen. Das war überhaupt ein Haustier bei uns. An Bienen kann man ja nur im Sommer arbeiten und im Winter waren Arbeiten an Fischen bei uns sehr in Mode durch viele Jahrzehnte. Und diese Elritzen, die haben sich auch als außerordentlich scharfhörig sogar erwiesen. Wir haben die Hörschärfe bestimmt und das Ton- und Scheidungsvermögen und so weiter. Diese Versuche haben sich immer weiter ausgedehnt und viele Schüler von mir beschäftigt. Und was mir am meisten Freude daran gemacht hat, das war zu sehen, wie die Natur erfinderisch ist, dasselbe Problem auf verschiedene Weise zu lösen. Diese Scharfhörigkeit der Fische ist anatomisch bedingt bei verschiedenen Fischarten in sehr verschiedener Weise. Wenn man da so der Natur hinter ihre Schliche kommen kann, so gibt das eine tiefe Befriedigung.